Ho ho ho, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Alien Isolation. Uff, pelzig. Das ist am ersten Weihnachtstag jetzt, 2016. Und ja, am 25.12. endet leider die Weihnachtswoche bei Alien. Ihr habt nur noch einmal bei The Walking Dead dann eine Weihnachtsepisode zum zweiten Weihnachtstag. Aber bis dahin genießen wir nochmal den letzten Weihnachtstag mit meinem neckischen Mitzel auf dem Kopf. Und ich hoffe, ihr habt euren Spaß gehabt in der Weihnachtswoche, mich mit dem blöden Hut auf dem Dez zu sehen. Ja, in der letzten Episode war mal stehen geblieben, als wir hier Marlow seine Geschichte angefangen haben zu erzählen. Und zwar hat dem seine Crew von der Anisidora hier das Schiff entdeckt, wo auch die Nostromo drauf gestoßen ist. Und ja, natürlich passiert Denner dasselbe, was auch der Nostromo-Mitglieder passiert ist. Der hilft uns wieder, alles klar. Ja, das kann man sich ja denken, denn er blüht dasselbe Schicksal, deiner arme Wärschler. Aber wir müssen es jetzt halt noch spielen, was da passiert ist. Da gucken wir uns natürlich auch alles an. Unsere aktuelle Mission ist, ach, erkunden Sie das Wrack und finden Sie das Notsignal. Dann gucken wir auch erstmal noch im Notsignal, wo es kommt, wo es herkommt und was es überhaupt ist. Dann wascheln wir dort durch. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Gehe ins Mix. Licht. Ich habe das Signal gefunden. Ich werde genauer nachsehen. Hui. Schalten Sie das Notsignal ab. Ja, das hat die Nostromo nett gemacht. Das wäre sehr clever gemacht, wenn die das auch gemacht hätten. Ah, schick. Schick, schick, schick. Greifen wir nochmal in die Glibberei. Blab. Und mach's aus. Noch weitere Leitarlocke in die Todesfall hier. Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber das Signal sendet nicht mehr. Super. Das müssen Sie sich ansehen. Der Wahnsinn. Bin schon auf dem Weg. Sieht aus wie eine Wirbelsäule hier mit einer Tritter. Kehren Sie zur Seilwinde zurück. Ja, wie gesagt, das wäre mal geschickter gewesen, wenn man das gemacht hätte, weil das wird ja für ein Notsignal und ein Rettungssignal kalter. Da gehen die Leute hier und haben dann wieder dasselbe Quark wie die Nostromo und die Anisidora. Und im Endeffekt merken sie erst zu spät, dass es ein Warnsignal ist. Aber die Gier ist wieder größer, es ist was von einer außerirdischen Spezies, also muss man es erkunden, es ist ja sehr viel Kohle wert. Und so weiter und so fort, das kennen wir ja. Der Seilwinde haben sie sich jetzt positioniert, die Buwer. Dann kraxeln wir doch 8 Uhr wieder hoch. Ich weiß nicht, können wir das hier auch oder müssen wir doch wieder zu dem Ort? Ah, ne, können wir auch hier machen. Super. Ah, bei unserem Kumpel hier. Das ist ein riesen Oschi, der Kerl. Ne? War schon cool gemacht. Schnallen Sie sich an. Aha, da sind sie schon runtergegangen. Winde. Und runter in die Seilbahn. Alles klar. Lass mich runter, Männer. Gnaden bringen das Alienloch. Oh, schön gemacht. So kann man nichts sagen, also geil gemacht ist das auf jeden Fall. Gott. Leck mich fett, lauter Eierle mit Facehacker drin. Ala dann, wollen wir mal, ne? Du leckst mich am Keppel. Der blaue Kretzeflüssigkeit da noch. Schicki Sache, aber ich glaube, du hättest auch erst mal eins mitgenommen, aber kann ja nicht ahnen, dass da so Dinger drin sind. Ah. Jetzt geht die Party ab, ne? Der Gesichtsumarmer. Mach's nett. Wie geht? Du hast das Mädel erwischt.
Jeder, der den Film gesehen hat, weiß, was Sache ist. Das war's dann mit denen. Oh, aber cool gemacht fand ich auf jeden Fall. Also ich fand's cool gemacht. Vor allem, dass man auch nochmal die Story so aus erster Hand gespielt hat. Das ist besser, als dem Bauchredner Marlow zuzuhören. Und ja, ist ganz cool gemacht, finde ich. Da gucken wir mal, was die Ripley dazu sagt. Tür verschlossen, sagt sie dazu. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, oder? Na hopp. Ich will, dass das weitergeht. Hopp. Ba-bam, ba-bam, ba-bam. Ich muss mehr wissen. Alles. Wo ist Ihr Schiff? Wenn wir die Kommunikationsblockade brechen können, wie lautet der Code für den Autopiloten? Wenn Sie mehr wissen wollen, müssen Sie mich hier rausholen. Ah, auf keinen Fall, Marlo. Bewegt er die Lippe. Ach ja? Na gut, Sie wissen ja, wo ich bin. Wait. Meine Armaturen im Tech-Turm sind gerade aufgeleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Es ist hier. Plan B. Bereithalten. Egal, was hier los ist, ich bin dabei. Okay, hier lang. Habt da was, das Sie gebrauchen könnten? Ah, jo. Ah, ich glaube, ich weiß, was er mal gibt. Ja. Leicht auf wie ein Weihnachtsbaum, finde ich auch schön. Auch wieder passend. Aber ja, der hat jetzt etwas Supergeiles, was er uns gibt. Das ist das absolut ultra geilste Teil in dem Spiel. Sammeln Sie den Flammenwerfer ein. Sensor und Schrott. Und da ist er. Funktioniert das auch. Es ist ein Tier. Tiere haben Angst vor Feuer. Ich hoffe, da haben Sie recht. Mit 550 Munition. Klavener die heiße Scheiße. Das ist da was. Nochmal Öl dazu kriegt. Na, Allah. Revolver-Munition haben wir auch noch. Das Marshall-Büro lohnt sich. Aber hey, ihr liebe Leid, das Ding ist jetzt mein Lebensretter. Das ist das allerbeste Teil im ganzen Spiel. Das wäre ich auch die ganze Zeit rarer. Wenn ich das Spiel aufs Alien kommt. Nehmen Sie den Transit und treffen Sie Ricardo im Systec-Turm. Ich werde von hier aus alles überwachen. Okay. Gehen Sie zum Lawrence Systec-Turm. Alles klar, können wir nur noch zu der Taylor-Rei mal Hallo sagen? Ja. Terminal haben wir auch. Ah, da haben wir die Martial-Art-Züge. Eieiei, das sieht aus wie Space-Samurai, oder? Bei Weyland Yutani die Space-Samurai-Kampf-Marshals. Okay, erstmal umgucke hier, bevor wir uns die Taylor angucken. Hat die was zu sagen? Oder schläft die gerade? Ja, die scheint zu schlafen. Dann lassen wir sie auch in Frieden. Hat's da noch was? Nee. Ah, da ist ein Tonbandgerät. Wir sollten uns darüber unterhalten, was in San Cristobal vorgefallen ist. Ich verstehe, dass es eine unangenehme Situation war und dass Sie die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen, aber ich muss sicherstellen, dass Sie nichts Unüberlegtes tun. Was ich meine ist, die Kreatur einzufangen, ohne sie zu töten. Wenn wir uns klug anstellen, könnten wir bis an unser Lebtageende ausgesorgt haben. Ich kenne die richtigen Leute, Waits. Ich kann alles einrichten. Sie werden auch nicht jünger, Waits. Sie können nicht für immer so weitermachen. Und was tun Sie, wenn Sevastopol stillgelegt ist? Sie haben meine Nummer. Ransom Ende. Sau dumme Idee. Aber ich kann sie nur vollziehen. Die Gier, naja. Privat beschlagnahmt. Marlow, Munition und Waffen. Divers. Marlow, Level 3 Plasmaschere, unbefugt. Marlow, Flugschreiber, Eigentum von Weyland Yutani, USS Nostromo. Aha, gucke mal hier. Marlow H., Uhr, Brieftasche, persönliche Gegenstände. Marlow H., vermutlich geschmuggelte Medikamente. Pharmax, Napolev, kein Zollstempel. Tja, da hat er wohl Mist gebaut, der Speckmann. Eine Art Parasit. Wait, Dr. Lingard hier. Ich habe soeben die Patientin untersucht und ich habe so etwas noch nie gesehen. Es handelt sich um eine Art unbekannter Parasit. Ich habe den Namen überprüft, den sie mir gegeben haben. Und niemand ist unter diesem Namen auf Sevastopol registriert. Ich glaube, sie ist vor kurzem an Bord gekommen. Wissen Sie hierüber Bescheid? Keine Ahnung, was Sinclair und seine Leute getan haben. Aber das hätte während der Quarantäne bemerkt werden müssen. Wer weiß, was die sonst noch haben durchgehen lassen. Die Patientin und ihr Captain warten im Untersuchungszimmer auf mich. Kommen Sie hier runter, sofort. So sieht's aus. Unnett anascht. Dann speichern wir erst einmal. Jo. Als wieder. Das Bewegungsteil. Ja. Das wollen wir auf jeden Fall. Gehen wir uns nochmal hier das Zentrum angucken. Da haben wir auch noch was. Terminal. Lesen wir natürlich auch.
Erste Falle beseitigt. Waits, eine Falle ist aus dem Weg. Die Kreatur hat Sprengkörper im Habitatturm ausgelöst. Ich höre Berichte über Schaden an den Docks im Raumfahrtterminal. Wir haben sie nicht mal angekratzt. In San Cristobal herrscht Aktivität. Vielleicht ist sie zurück. Finden Sie einen Weg in den Transit zum SciMed-Turm. Hoffentlich sind die Sensoren in der Rezeption der Krankenstation noch online. Haftnotizen. Zelle 2, Marlowe Henry. Verbrechen. Steht noch aus. Status, unbefristete Inhaftierung. Zelle 1, Tanaka Mike. Verbrechen, Nummer 342, Trunkenheit. Status, Ausnüchterung in Zelle über Nacht mit Verwarnung entlassen. Den hatten wir ja, glaube ich, schon mal ganz am Anfang in einer Nachricht drin. 2.12.2137. Ah, da haben wir ja noch die Date dabei. 13.11.2137, der 18.11.2137. Jetzt wissen wir wenigstens, was war Jahr das mal hin. Und das spielt 15 Jahre noch Alien 1, also noch dem ersten Alien-Film. 2.12.2137, Zelle 3, Webster Robert. Verbrechen Nummer 343, häuslicher Zwischenfall. Status entlassen wegen stationsweitem Sicherheitsverstoß. Säckel. Keine Audiodatei und kein Zubehör. Alles klar. Und wissen ihr was, ihr liebe Leid? Es tut mir ja auch leid, dass ich das jetzt halt wieder Gefahr ist, na? Dass ich das jetzt wieder so free machen muss. Aber ich bin wieder bei meiner 5 Episode pro Woche. Und ich jetzt sage, ich mache hier meinen Cut wieder. Und wir sehen uns dann zu der Silvesterwoche für Alien Isolation auf Pelzig. Und ich wünsche euch noch ganz, ganz tolle Weihnachtstage. Genießt den ersten Weihnachtstag. Ich hoffe, ihr habt auch ein schönes Heiligofen gehabt. Und schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wie ihr die Weihnachtswoche von Alien Isolation gefunden habt. Ob ihr das eher amüsant oder ob ihr das eher dappisch gefunden habt. Oder ob ihr scheckig gelacht habt. Oder ob ihr gedacht habt, oh, Seppel zieht das dappische Ding ab, es ist peinlich. Oder was auch immer, sag mal bitte Bescheid. Es tät mich freier. Dann tät ich nämlich auch mehrere von deiner Event-Tage oder Event-Woche einführen bei meinen Let's Plays. Also habt auf jeden Fall noch einen schönen ersten Weihnachtstag. Ich hoffe, ach wirklich, dass ihr einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag habt. Und da sehen wir uns dann wieder bei The Walking Dead auf Pelzig. Machen's gut, bis dahin, ihr liebe Leid. Und ho, 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 euer Yankee.